Als ich das erste Mal von diesem Nahwärmeprojekt gehört habe, fand ich die Idee erstmal saucool. Einfach so diese Vorstellung, ein Gemeinschaftsprojekt für einen Ort. Und dass das funktioniert mit Solarthermie und Holzhackschnitzel quasi. Das ist absolut interessant. Ich mache seit Jahren Strom mit der Sonne. Warum nicht auch warmes Wasser? Ja, also für mich war das voll vorne dabei. Ja. Ja, mein Name ist Hermann Leitz. Ich bin seit 24 Jahren Ortsvorsteher, bin gleichzeitig im Gemeinderat der Stadt Radolfzell seit 7 Jahren. Ja. Klimaschutz, Energiewende und so ein kleiner Ort wie Lickringen kann mit gutem Beispiel vorangehen. Das war eigentlich meine Motivation, zu sagen, jawohl, als die Stadtwerke auf uns zugekommen ist, da machen wir mit. Und das hat mich eigentlich von Anfang an begeistert. Mein Name ist Andreas Reinhardt, gebürtig aus Merseburg, aus dem Chemiedreieck und bin seit gut 7 Jahren hier verantwortlich für die Stadtwerke Radolfzell am Bodensee. Lickering ist beispielgebend für andere Kommunen, die über Jahrzehnte halt zum Teil mit Öl geheizt haben, wo aber die Dinge sich dermaßen geändert haben, dass wir alle Verantwortung zeigen müssen im gesellschaftlichen Umbau unserer Energieversorgungssysteme. Wir brauchen dort die Akzeptanz und hier in Lickering sind wir auf guten Boden getroffen, der uns die Möglichkeit eröffnet hat, ein Nahwärmenetz zu errichten, gleichzeitig aber auch Infrastruktur zu erneuern, bis hin, dass wir auch jeden Haushalt mit Glasfaser erschließen konnten. Mein Name ist Winfried Keller, ich bin hier Landwirt und Gemüsebauer aus Leidenschaft. Mein bisheriger Brennstoff war Öl und Holz und auch nach wie vor werde ich meinen Kachelofen zu Hause betreiben mit Holz. Aber eben weil die Ölheizung durch war, habe ich gesagt, ich muss eine Alternative haben und für mich ist die Sonnenenergie einfach ein toller Brennstoff. Ja. Kostet nichts, ist vor Ort bei uns hier im Dorf des Himmels immer. Ich heiße Hiltrud Mosandl, ich wohne jetzt seit knapp 28 Jahren hier in Lickeringen. Man muss was fürs Klima tun. Man kann nicht immer warten, dass andere machen. Das Angebot hier, das ist für mich so wie so ein Gemeinschaftsprojekt vom Dorf, fand ich spitze. Und nach der ersten Besichtigungsfahrt, wo wir ein ähnliches Projekt angeguckt haben, war für uns relativ schnell klar, da machen wir mit. Die ersten Reaktionen waren unterschiedlich. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir die erste Informationsveranstaltung gehabt haben mit den Stadtwerken zusammen. Und da war ein riesengroßes Interesse in unserer Mehrzweckhalle damals mit über 150 Personen, die ihr Interesse da gezeigt haben. Und das hat uns dann in die Lage versetzt, die Dinge weiterzuentwickeln und über verschiedene Instrumente der Bürgerbeteiligung und der Mitnahme zu bestehenden Projekten und viel, viel Überzeugungsarbeit ist es uns gelungen, in der Tat über 50% der Haushalte anzuschließen. Für uns hat sich seit dem Anschluss verändert, dass wir uns eigentlich bequem zurücklegen können. Wir brauchen keinen Kaminfeger mehr. Wir müssen uns um keine Heizung kümmern. Wir haben den Raum, den der Gastank vorher eingenommen hat, den können wir jetzt als Wasserreservoir nutzen. Und das Gefühl, hey, das ist super fürs Klima.